Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen darf. Mein Name ist Henning Halfpapp, ich komme aus Bad Vilbel im Wetteraukreis. Mein Kollege Sebastian Greiner aus Frankfurt wird mich heute unterstützen mit einer Demonstration zum Thema Streaming im Kreistag Marburg-Bienenkopf. Ich werde ein bisschen auf die technischen Hintergründe eingehen. Ich werde ein bisschen dazu sagen, wozu das Ganze überhaupt dienen kann. Und ich werde ein wenig aufzeigen, was für Möglichkeiten es gibt, solche eine Technik hier im Kreistag zu etablieren. Dazu habe ich den Vortrag in drei kleinere Abschnitte unterteilt. Das erste ist eine allgemeine Einführung, wo ich mich ein wenig um die Definition des Streaming-Begriffes kümmere. Ich werde einige Grundgedanken vorstellen, werde natürlich auch ansprechen, ob es Nachteile gibt, die man durch dieses Streaming eventuell erkaufen muss. Und ich werde auch ganz kurz die rechtliche Situation zu diesem Thema beleuchten, um darzulegen, dass das Ganze eben auch rechtlich tatsächlich abgesichert ist. Danach folgt ein technischer Teil, in dem ich zunächst einige Begriffe erläutern werde, die Ihnen vermutlich nicht ganz geläufig sind. Die haben Sie vielleicht schon mal gehört, so im Betrieb, also gerade wenn Sie auch mit jüngeren Leuten zu tun haben, dann wird Ihnen der ein oder andere Begriff sicherlich bekannt vorkommen. Ich werde kurz erläutern, was diese bedeuten und was sie mit dem Streaming zu tun haben. Werde dann ganz kurz erläutern, was Streaming tatsächlich für ein solches Parlament wie dieses bedeuten kann. Und werde dann auf die zwei Hauptkomponenten, die dafür benötigt werden, etwas näher eingehen. Das sind der sogenannte Streaming-Client und der sogenannte Streaming-Server. Am Schluss werde ich noch einige Gedanken einfließen lassen, die über das Gesagte, über das Technische hinausgehen. Die haben auch im weiten Sinne etwas mit der Technik zu tun, aber nicht mit der Technik hier vor Ort, sondern eher mit der Technik, wie sie dann auch den Bürgern zur Verfügung steht, die halt letztlich das Ganze dann empfangen können sollen. Fangen wir gleich an mit der Definition des Begriffes Streaming. In der Wikipedia steht dazu, dass Streaming aus dem Englischen, übersetzter Begriff ist, steht im Prinzip für Strömen und Fließen und das beschreibt im Prinzip auch schon genau das, was wir davon brauchen. Es geht darum, Datenströme zu verteilen. Denn letztlich ist das, was wir produzieren mit einer Kamera, mit einem Mikrofon, sind auch nur Daten. Das sind sogenannte audiovisuelle Daten, die wir transportieren wollen zu einem Konsumenten, nämlich dann zum Bürger. Demnach sind zwei Definitionen, die in der Wikipedia stehen, für uns besonders wichtig, nämlich einmal das Übertragen eines solchen Datenstromes und dann auch der Begriff Streaming Media. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört als Name Webradio oder Internet-TV oder so ähnlich, weil das sind genau die Definitionen, die wir hier brauchen, um das Streaming für ein solches lokales Parlament zu erklären. Schweifen wir jetzt mal ein kleines wenig ab von der Technik und fragen uns, worum geht es denn bei dem ganzen Streaming überhaupt? Sollen Parlamentssitzungen jetzt Talkshows werden? Ich meine, wenn wir uns das Fernsehprogramm anschauen, dann sehen wir Minister bei diversen Talkshows sitzen. Wir sehen Politiker, Politiker-Aspiranten und alle möglichen anderen Leute in solchen Talkshows sitzen und sich gegenseitig die Köpfe heiß reden. Das Ganze ist natürlich alles sehr auf Show getrimmt und deswegen ist auch die gute Nachricht, dass Streaming mit sowas eigentlich nichts zu tun hat. Sondern Streaming ist wirklich nichts weiter als die Erweiterung dessen, was sie sowieso schon anbieten. Ich sehe dort im hinteren Teil des Raumes Stühle, die sicherlich für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wenn sich also Zuhörer für eine Sitzung hier in diesem Parlament interessieren, dann können sie daran teilnehmen, auf diesen Plätzen. Und Streaming ist im Prinzip das Weitergetragene dieses Gedanken über das Internet in die Häuser der Bürger. Das heißt, die Bürger können sich von zu Hause live oder möglicherweise auch aufgezeichnet in eine solche Parlamentssitzung hineinschalten und können sehen, was in der Parlamentssitzung passiert. Das ist deswegen besonders wichtig, weil natürlich sich auch die Erfordernisse an die Bürger ändern. Arbeitszeiten, Kollege sagte mir eben gerade, mit einem Bürger gesprochen, der seit längerer Zeit krank ist, der sich sehr gerne an den Sitzungen beteiligen würde, das aber eben aus Krankheitsgründen nicht kann. Auch solche Menschen kann man es dann natürlich vereinfachen bzw. auch möglicherweise überhaupt ermöglichen, an den Sitzungen teilzunehmen. Das gilt möglicherweise auch für Bürger, die sich vielleicht gar nicht trauen, mal in so ein Parlament reinzugehen, die sich denken, Mensch, was soll ich da, was passiert da, ich weiß überhaupt nicht, was da abläuft. Einen Fernseher einzuschalten bzw. über das Internet dann dazu zu schauen, senkt vielleicht auch die Hemmschwelle und erlaubt es mehr Bürgern, sich dann vielleicht auch mal dafür zu interessieren, was denn in den Parlamenten vor sich geht.
Denn auch das ist ja sehr interessant. Ich habe das selber festgestellt. Ich habe jahrelang völlig ignoriert, dass es überhaupt Kommunalparlamente gab. Ich habe mich erst vor einiger Zeit dann selber damit begonnen zu beschäftigen. War jetzt auf einigen Sitzungen bei uns im Wetteraukreis und ich muss sagen, das gefällt mir. Ich finde das interessant, dem mal zu folgen. Aber man muss es natürlich tun. Und da kann man mit Streaming eventuell die Hemmschwellen einfach senden. Letztlich, was wir hoffen zu erreichen durch eine solche breitere Öffentlichkeit, ist einfach auch ein besseres Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit, die in diesen Kommunalparlamenten geleistet wird. Streaming ist also eine Art Politik zum Anfassen. Gibt es Nachteile dadurch? Es wird oft das Argument angebracht, dass Kreistagsabgeordnete ja keine Person öffentlichen Interesses sind. Also wenn wir uns Politiker im Bundestag vorstellen oder auch im Landtag, diese sind es gewohnt, dass eine Horde lechzender Presse auf sie wartet, dass ihnen Mikrofone unter die Nase gehalten werden, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwelche Statements abgeben müssen. Das sind Kreistagsabgeordnete natürlich nicht. Das heißt, hier ist es natürlich ganz wichtig, darauf zu achten, dass auch die Persönlichkeitsrechte der Abgeordneten gewahrt bleiben. Das heißt, wenn jemand sich nicht filmen lassen möchte, dann kann man das auch entsprechend technisch erreichen. Das Bild wird dann ausgedunkelt, es wird vielleicht nur der Ton übertragen oder möglicherweise die Übertragung ganz unterbrochen. Wenn jemand das also partout nicht übertragen haben möchte, dann kann man auch das entsprechend technisch leisten. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird, ist, bekommt man denn dann alles mit, was im Saal passiert? Und auch hier lautet die Antwort wieder, nicht unbedingt. Das ist eher abhängig davon, wie man das Ganze gestaltet. Wenn man natürlich ein großes Mikrofon im Saal hat und eine Kamera, die den gesamten Saal aufnimmt, dann sieht natürlich jeder, was in dem Saal passiert. Das wäre dann ungefähr die Perspektive, die ein Besucher auf den Besucherrängen dann auch entsprechend haben würde. Man kann das Ganze aber auch anders gestalten. Wir haben es zum Beispiel heute so gemacht. Wir haben eine Kamera aufgebaut, die nur das Rednerpult abfilmt. Das heißt, alles, was rechts und links von mir passiert, ist schon nicht mehr zu sehen. Und auch Sie sind gar nicht so weit im Bild, sodass Sie da nicht weiter abgefilmt werden. Beim Ton haben wir es heute so, wir haben nur ein Mikrofon. Das heißt, alles, was im Saal gesprochen wird und was laut genug ist, um von diesem Mikrofon aufgezeichnet zu werden, wird aufgezeichnet werden. Man kann es aber natürlich auch so machen, dass man solche Streamings an die Saalanlage koppelt. Das heißt, wenn ich hier ins Mikrofon hineinspreche, dann wird es aufgezeichnet. Wenn ich das Mikrofon abschalte, dann kann auch das nicht mehr weiter übertragen werden. Man kann dann entsprechend auch die Persönlichkeit wahren. Ein weiteres Argument, das ich öfter höre, ist, brauchen Abgeordnete jetzt Redner oder irgendwelche Fernsehqualifikationen? Natürlich nicht. Es ist im Gegenteil die Natürlichkeit, die punktet. Ich glaube, dass viele Menschen einfach auch überdrüssig sind, im Fernsehen ständig glattgeschliffene Politprofis zu sehen. Und ich habe festgestellt bei den Sitzungen, an denen ich bisher teilgenommen habe, das sind ja ganz normale Menschen, wie Sie und ich, die sich hier wirklich ernsthaft darum bemühen, für die Belange der Stadt, für die Belange des Kreises zu arbeiten. Und das ist etwas, das man überhaupt nicht zu verstecken braucht. Da muss man auch kein geschliffener Redner sein. Sie sehen es, ich verspreche mich auch. Ist überhaupt kein Problem. Es läuft halt einfach nur eine Kamera mit, es läuft ein Mikrofon mit, aber das ist ja nichts, dessen man sich schämen muss. Kommen wir noch ganz kurz zu der rechtlichen Einschätzung des Ganzen. Es gibt zwei Paragraphen, die hier für das Streaming einschlägig sind. Und das ist einmal Paragraph 22 der Hessischen Geschäftsordnung zum Thema Öffentlichkeit. Dort steht in Satz 1, die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen. Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Und in Satz 3, die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen Film- und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zulässig sind. Das heißt, wenn Sie das in Ihrer Hauptsatzung aufnehmen, dann können Sie rein rechtlich das Streaming erlauben. Jetzt greift aber natürlich noch ein anderer Paragraph, nämlich aus dem Hessischen Datenschutzgesetz, der Paragraph 7, Zulässigkeit der Datenverarbeitung. Und dort steht im Satz 1, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn, und dann im dritten Punkt, der Betroffene ohne jeden Zweifel eingewilligt hat. Das heißt, wenn Sie ein entsprechendes Verfahren haben, dass Sie Ihre Abgeordneten vorher fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass Sie gefilmt werden, dann können Sie das einzeln für sich bestimmen, ob Sie gefilmt werden wollen, ob Sie aufgenommen werden wollen. Und wenn diese widersprechen, dann kann man das also technisch auch so lösen, dass diese Abgeordneten dann eben entsprechend nicht mit in den Stream aufgenommen werden. Damit sind wir am Ende der allgemeinen Einführung und jetzt wird es ein ganz kleines bisschen technischer.
Deswegen werde ich zunächst einige Begriffe einführen, die Sie sicherlich teilweise auch schon mal gehört haben, also besonders die Herren von der IT, die werden das natürlich kennen, das ist ihr tägliches Brot. Aber ich möchte auch einige Sachen einfach noch ein kleines bisschen näher erläutern, weil ich mit diesen Begriffen dann nachher doch ein wenig intensiver umgehen werde. Ich möchte zunächst erklären, was ein Server ist. Die Definition ist im Grunde relativ simpel. Wenn wir uns eine IT-Anwendung vorstellen, das sind ja Programme, die irgendetwas miteinander tun, die irgendwelche Daten verarbeiten, dann können wir uns natürlich eine Anwendung vorstellen, die vernetzt ist. Das heißt, die ein Netz als Infrastruktur nutzt. Wir haben also verschiedene Rechner, die untereinander kommunizieren. In einer solchen Struktur nennt man einen Server eine Einheit, die einen Dienst anbietet. Ein ganz einfaches Beispiel, das Sie alle kennen, wenn Sie im Internet surfen, dann bekommen Sie ja von irgendwoher Ihre Daten. Und derjenige, der Ihre Daten Ihnen liefert, das ist der Web-Server und Sie haben zu Hause einen Web-Client, den sogenannten Browser, mit dem Sie sich diese Daten dann betrachten können. Das ist also immer so ein Zusammenspiel aus einem Server und, damit sind wir gleich beim nächsten Punkt, dem Client. Der Client ist in der Regel definiert als ein Programm, das einen Dienst verwendet, beziehungsweise eine Einheit auf einen bestimmten Dienst verwenden kann. Das sind jetzt ganz allgemeine Definitionen, die kann man natürlich in verschiedensten Ausprägungen bauen und eine davon werden wir dann gleich auch noch genauer anschauen. In der Regel sprechen wir hier von Programmen, das heißt, die laufen auf irgendwelchen Rechnern, entweder direkt hier lokal, wie zum Beispiel dieses Anzeigeprogramm, das jetzt diese Präsentation auf meinem Laptop anzeigt, oder eben auf einem entfernten Rechner, der in irgendeinem Rechenzentrum stehen kann und Webseiten bereitstellt. Diese Programme können miteinander kommunizieren, wenn sie zu einer Anwendung gehören. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass ein Programm generell beide Rollen annehmen kann. Es kann sowohl in einer Serverrolle agieren, es kann in einer Clientrolle agieren, es ist auch möglich, dass es beide Rollen verwendet. Das ist also von daher erstmal nicht definiert, sondern es wird erst dann durch die tatsächliche Programmierung festgelegt, welches Programm agiert mit welchem anderen als Server, welches agiert als Client und in welcher Ausprägung. Eine spezielle Anwendung, die mit diesem Client-Server-Prinzip arbeitet, ist die Streaming-Anwendung. Dort gibt es also einen Streaming-Client. Der Streaming-Client ist also jemand, der einen bestimmten Dienst verwenden will, in unserem Fall einen Streaming-Server. Und das bedeutet natürlich, dass wir irgendeine Art von Datenverarbeitung haben müssen. Und im Prinzip bedeutet das Folgendes, dass wir Bild- und Tondaten, die wir hier in diesem Raum erzeugen, aufbereiten für einen Streaming-Server und an diesen Streaming-Server diese Daten senden. Wo dieser Server steht, das interessiert uns jetzt noch nicht, dazu sage ich nachher noch ein paar Worte, aber im Moment müssen wir nur wissen, wir haben hier lokal einen Streaming-Client, der die Bild- und Tondaten an den Streaming-Server sendet. Ja? Der Herr Greiner, der hier sitzt, hat hier einen Laptop, das ist unser Streaming-Client heute. Dann gibt es den Streaming-Server. Und dieser Streaming-Server ist, wie gesagt, ebenfalls eine Einheit, die zunächst einmal den Stream, den Datenstrom empfängt. Die bekommt den Stream von unserem Streaming-Client und macht im Prinzip jetzt erst einmal nichts weiter, als diesen lokal bei sich zu speichern und vorzuhalten. Und jetzt kommt die dritte Komponente hinzu, nämlich der Benutzer. Der kann sich mit dem Streaming-Server verbinden und an den Streaming-Server die Anfrage stellen, ich möchte bitte die Übertragung, die jetzt gerade live im Parlament läuft, anschauen. Oder aber, das ist die zweite Möglichkeit, man kann diese Dateien auch länger vorhalten. Das heißt, dass der Bürger sich dann eventuell auch später mit dem Server verbinden kann, wenn es ihm zeitlich halt passt und sich dann eine Aufzeichnung der Parlamentssitzung anschauen kann. Dann wollte ich noch kurz erklären, was es mit der sogenannten Bandbreite auf sich hat, denn die werden wir nachher auch noch mal kurz brauchen. In der IT versteht man unter Bandbreite im Prinzip die Menge an Daten, die in einem bestimmten Zeitintervall übertragen werden kann, über ein bestimmtes Medium. Das ist die generelle Definition von Bandbreite in der IT. Messgrößen haben Sie bestimmt schon mal etwas davon gehört, da spricht man dann zum Beispiel von Kilobit pro Sekunde. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass in einer Sekunde 1024 Bit über dieses Medium übertragen werden können. In der Regel spricht man davon einer Leitung. WLAN, LAN, DSL, das sind alle solche Leitungen, die in solchen Bandbreiten Daten übertragen können. Heutzutage spricht man meistens von Mbit, das sind die sogenannten Megabit und das bedeutet schlicht und einfach, ein Mbit sind 1024 Kilobit pro Sekunde.
Dann möchte ich noch kurz den Unterschied zwischen Upload und Download ansprechen, beziehungsweise Upstream und Downstream. Das ist, sind auch noch zwei sehr wichtige Sachen. Wenn wir etwas von einem Rechner, von einem lokalen Rechner, den wir hier haben, zum Beispiel ins Internet stellen, schieben, dann ist das der Upload. Also wir laden etwas hoch. Wird auch Upstream genannt im Falle einer Streaming-Anwendung. Download ist die entgegengesetzte Richtung, das heißt, wir holen Daten aus dem Internet ab, um sie hier weiterverarbeiten zu können. Wir können also im Prinzip sagen, unsere Streaming-Anwendung funktioniert wie folgt. Wir erzeugen Bild- und Tondaten, zum Beispiel über den Redner mit einer Kamera und einem Mikrofon wird das Ganze aufgezeichnet. Diese werden von einem Streaming-Client verarbeitet. Der Client macht einen Upload zum sogenannten Streaming-Server, wo die Daten zwischengespeichert werden. Und dann gibt es einen oder viele Internetbenutzer, die dann einen Download mit dem Streaming-Server starten und sich von dort dann die Bild- und Tondaten herunterladen und sich diese anschauen können. Schauen wir uns den Streaming-Client noch etwas genauer an. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Hauptaufgabe des Streaming-Clients zunächst einmal die Verarbeitung der Bild- und Tondaten vor Ort ist. Bild und Ton sind natürlich in erster Reihe mal analoge Dinge. Sie sehen mich mit Ihren Augen, Sie hören mich mit Ihren Ohren, das ist eine völlig analoge Sache. Das geht mit Wellen, Schwingungen, Schulzeit, Physik lange her. Um das Ganze im Internet übertragen zu können, das ist ein digitales Medium, muss also mindestens eine Digitalisierung passieren. Und man kann natürlich auch noch weitere Dinge machen, man könnte verschiedene Tonquellen miteinander mischen, man könnte verschiedene Bildquellen mischen, man kann Dinge einblenden. Also es gibt eine ganze Reihe Sachen, die man mit so einem Streaming-Client machen kann. Was beim Streaming-Client am Ende als Produkt herauskommt, ist der sogenannte Sendestream. Dieser ist quasi die komplette Datei, allerdings eine Art Endlos-Datei. Diese Datei wächst solange sie senden. Also jede Sekunde, die dieser Streaming-Client läuft, erzeugt er immer mehr Daten und macht quasi die Datei immer größer. Mit den audiovisuellen Daten, die er vorher aufbereitet hat. Diese sendet er an den Streaming-Server. Dieser Streaming-Client kann verschieden aufgebaut sein. So ein Notebook, wie ich es hier stehen habe, reicht als Streaming-Client völlig aus. Wir haben es auch in unserer Demonstration entsprechend so aufgebaut. Wir haben auch da ein Notebook, das uns heute als Streaming-Client dient. Man kann so etwas natürlich auch stationär aufbauen, das heißt, man könnte hier irgendwo in einen Raum einen PC stellen, der von einer Kamera oder von mehreren Kameras, von einem Bildmischer, von was auch ich, Bilddaten bekommt, der Tondaten bekommt, diese dann aufbereitet und dann an einen Stream-Server senden kann. Das Ganze kann in Software sein. Wir haben also hier im Prinzip lediglich ein Programm, das die Eingänge für Bild und Ton abfragt, die Daten weiterverarbeitet und dann an den Streaming-Server sendet. Man kann so etwas allerdings natürlich auch in entsprechender Hardware kaufen. Ist nicht ganz billig, aber dafür natürlich wesentlich robuster als so ein kleines Notebook, wie wir es hier dabei haben. Wie gesagt, es gibt gegebenenfalls noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel das Zusammenmischen von verschiedenen Quellen, wenn Sie mehrere Kameras haben. Sie können sogenannte CGI, das ist ein Begriff aus dem Fernsehen, Computer Graphics Interface heißt das, das sind zum Beispiel diese Einblendungen, die Sie oft im Fernsehen sehen, Bauchbinden genannt, landläufig, wo dann zum Beispiel der Name des Redners und seine Parteizugehörigkeit eingeblendet werden können. Sowas alles lässt sich mit dem Streaming-Client erreichen. Das Ganze kann man in verschiedenen Ausbaustufen machen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Sie können mit einer Hardware-Investition von, ich darf einfach mal eine Zahl in den Raum, ungefähr 5.000 Euro anfangen. Damit haben Sie schon vernünftige Sachen, mit denen Sie arbeiten können. Wenn Sie 10.000 Euro angeben, haben Sie natürlich mehr und Sie können das Ganze, Sie ahnen es, in beliebige Höhen hochschrauben. Sie können sich auch ein ganzes Fernsehstudio aufbauen oder hier so ein 40-Tonner mit Regieraum, Ü-Wagen. Also es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir fangen erstmal mit der ganz kleinen Anwendung an, wie wir sie heute auch dabei haben. Wir haben heute eine Kamera, die gleichzeitig ein Mikrofon aufgesetzt hat. Das heißt, Bild und Ton werden von dieser Kamera direkt aufgenommen. Es gibt ein einziges Kabel, das das Ganze an den Streaming-Client überträgt. Das ist unser Notebook, das wir hier heute dabei haben. Und das Ganze überträgt dann seine Daten ins Internet an einen Streaming-Server, der im Internet bereitsteht für uns und von dort die Daten bereitstellen kann. Man kann das Ganze auch ein bisschen größer machen.
Was wir zum Beispiel relativ häufig tun, wenn wir Konferenzen haben, wo wir dann so um die 20 bis 30 Leute im Saal haben, manchmal auch mehr. Wir haben oft eine U-Form dann, die angestellt ist, und das ist natürlich nachteilig, wenn man nur den Redner hört. Weil es gibt natürlich auch so Sachen wie Zwischenrufe, und wenn man nicht so eine schöne Anlage wie Sie zur Verfügung hat, dann kann es natürlich auch mal schwierig sein, nachzuverfolgen, was passiert denn im Saal. Und deswegen haben wir also eine etwas größere Anlage, die wir auch verwenden, die aber wieder nach demselben Prinzip arbeitet. Wir haben eine Kamera, diese sendet ihr Bild direkt ans Notebook, und wir haben dann meistens ein Rednermikro, damit der Redner eben immer verständlich ist. Das wird dann unter Umständen dann auch mal herumgereicht, damit eben, wenn längere Redebeiträge von anderen Teilnehmern kommen, diese eben so gut aufgezeichnet werden können. Und wir stellen meistens dann auch noch zwei oder auch mehr Saalmikrofone bereit, die einfach auch die Atmosphäre mit aufnehmen. Das hat den positiven Effekt, dass man auch so ein bisschen mitbekommt, man fühlt sich mehr dabei, und man hört eben auch Zwischenrufe, die jetzt nicht unbedingt erfordern, dass das Rednermikro an einen Sprecher übergeben werden muss, und man bekommt auch das dann entsprechend mit. Dafür braucht man dann natürlich schon ein kleines bisschen mehr Aufwand, nämlich dann kommen solche Komponenten hinzu wie ein Mischpult, das die verschiedenen Tonquellen zusammenfasst. Meistens macht man es dann so, dass man die Saalmikros relativ leise hat, weil das ist ja nicht das, was man primär übertragen will, dieses Gemurmel, das eben ab und zu dann auch mal in solchen Veranstaltungen auftritt. Das ist ja nicht das, was wir primär haben wollen, sondern wir wollen uns auf den Redner konzentrieren. Das kann man dann an solchen Mischpulten entsprechend abgreifen. Und genau da geht es dann auch wieder weiter, wie wir es vorher schon gesehen haben. Der Ton, der fertige Ton, wird an den Streaming-Client geliefert. Der mischt das Ganze mit dem Bild zusammen und sendet das Ganze dann an den Streaming-Server. Und der Vollständigkeit halber kann ich Ihnen auch noch mal ein bisschen erzählen, was man im Vollausbau machen könnte. Man kann natürlich eine so schöne Saalanlage, wie Sie sie haben, hier verwenden. Das heißt, man könnte den Ton direkt von hier abgreifen. Das heißt, wenn jemand von Ihnen das Mikrofon dort betätigt, dann wäre er eben auch sehr schön klar zu verstehen. Man kann das Ganze mit mehreren Rednermikros ausstatten. Also wenn Sie zum Beispiel dann eben weitere Rednermikros noch hätten. Man kann das Ganze mit Funkmikrofonen machen, wenn das Ganze zum Beispiel mal ins Publikum gegeben werden sollte. Dafür braucht man dann natürlich entsprechend Geräte wie Tonmischer, Bildmischer, wenn man dann mit mehreren Kameras gegebenenfalls arbeiten möchte. Und das Ganze würde dann auch wieder an einen entsprechenden Streaming-Client gesendet werden. Von da aus wieder das Gleiche, es geht zum Streaming-Server. Ja, kommen wir noch kurz zum Streaming-Server. Der Streaming-Server ist im Prinzip eine Komponente, die verschieden aufgebaut sein kann. Sie können das Ganze selber machen. Das ist kein größeres Problem. Sie brauchen dazu eben im Prinzip ein Rechenzentrum, das es wahrscheinlich gibt. Sie brauchen dort einen Rechner, der diese Aufgabe übernehmen kann, und Sie brauchen eine spezialisierte Server-Software, eben die Streaming-Server-Software, die auf diesem Rechner laufen kann, und dann können Sie selbst diesen Stream bereitstellen. Der große Vorteil des Ganzen ist, Sie haben die volle Kontrolle darüber. Das heißt, Sie können bestimmen, wann das Ganze läuft und wann nicht. Sie können bestimmen, wird es aufgezeichnet, wie lange wird es vorgehalten. Sie können Dinge löschen, Sie können nachbearbeiten. Sie haben also wirklich die komplette Kontrolle über den gesamten Betrieb. Nachteil des Ganzen ist natürlich einmal die Kosten. Sie müssen die entsprechende Infrastruktur vorhalten. Sie müssen die entsprechenden Serverlizenzen haben. Sie brauchen jede Menge Bandbreite. Dazu komme ich nachher nochmal am Schluss, die Sie zur Verfügung stellen müssen, je mehr Sie Zuschauer bedienen möchten. Eine weitere Alternative ist, dass Sie diese Dienste in einer sogenannten Cloud anmieten. Cloud, haben Sie bestimmt auch schon mal den Begriff davon gehört. Ich weiß nicht, ob Ihnen geläufig ist, was das bedeutet. Ich habe vorhin davon geredet, von einer sogenannten Client-Server-Anwendung. Bei einer Client-Server-Anwendung ist es üblicherweise so, dass man ungefähr weiß, wo denn der Client und wo der Server ist. Also jetzt zum Beispiel im Fall vom Streaming würde ich sagen, okay, wir haben unseren Streaming-Client, der steht hier als Notebook auf dem Tisch. Wir haben einen Streaming-Server, der steht als Rechner unten bei Ihnen im Keller. Und das ist unser Setup. Also ich weiß, wo der Server ist, ich kann da hingehen, ich kann ihn anfassen, ich kann eine Festplatte tauschen, solche Sachen. Die Cloud nimmt dieses Serverprinzip, dieses Client-Server-Prinzip und stellt es im Prinzip eine Stufe weiter. Und zwar weiß ich jetzt nicht mehr, wo sich mein Server tatsächlich befindet. Der kann im Haus sein, der kann in Deutschland sein, der kann irgendwo in Europa stehen, der kann irgendwo auf der Welt stehen. Es macht für uns keinen Unterschied. Wir müssen nur eine Adresse haben, mit der wir uns mit dem Server verbinden können, und alles andere regelt die Technik unten drunter.
Das heißt, die ist dafür zuständig, einen Server zu finden, der eine entsprechende Auslastung hat, der entsprechende Kapazitäten hat für das, was wir mit ihm machen wollen, verbindet sich dann mit dem Server und für uns sieht es aus, als würde der Server einfach hier im Hause stehen, aber der steht möglicherweise in den USA. Kann passieren, je nach Streaming-Anbieter, dass eben auch solche internationalen Dienste in Anspruch genommen werden. Die dritte Möglichkeit sind kommerzielle Streaming-Anbieter, da gibt es auch eine ganze Reihe. Diese werden zum Beispiel gerne verwendet von professionellen Rundfunkstationen, also wenn Sie zum Beispiel Radio FFH oder HR hier in Hessen verwenden, die haben professionelle Anbieter, die für Sie die Streaming-Infrastruktur bereitstellen, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse, die Sie haben. Sie haben dort den Vorteil, dass Sie eben einen Service haben. Wenn Sie sagen, Sie brauchen mehr Zuhörer oder mehr Zuschauer, dann wird Ihnen das entsprechend kurzfristig bereitgestellt. Dafür ist der Anbieter dann entsprechend verantwortlich. Oder wenn Sie sagen, na, wir brauchen nicht so viel Infrastruktur, dann können Sie das vielleicht auch entsprechend verkleinern. Das sind halt die Vorteile bei solchen kommerziellen Anbietern. Sie brauchen sich im Prinzip um die dahinterliegende Technik nicht zu kümmern. Nachteil des Ganzen natürlich auch wieder, das Ganze ist ein wenig intransparent. Das heißt, die wissen auch nicht unbedingt, wo ihre Daten landen. Und es kostet natürlich auch etwas. Zu den Preisen habe ich dank des Herrn Greiner mal einige bekommen. Und zwar gibt es dort eine Software mit dem Namen Wowza oder Wowza. Dies ist eine Streaming-Server-Software, die Sie zum Beispiel auf einem eigenen Rechner laufen lassen könnten. Diese wird verkauft mit verschiedenen Lizenzmodellen. Sie können ein tägliches Lizenzmodell wählen, da bezahlen Sie pro Tag, an dem Sie streamen, 5 US-Dollar. Das heißt, wenn Sie den Stream anschalten, dann gilt für die nächsten 24 Stunden, können Sie diesen Stream nutzen und das kostet insgesamt dann eben 5 Dollar. Die zweite Variante, die angeboten wird, wäre die monatliche Rate. Dort würden Sie dann 55 US-Dollar bezahlen. Leichter Rechnung, sobald Sie mehr als 11 Tage im Monat den Stream anhaben, würde sich das lohnen. Und dann gibt es noch die Vollversion. Sie können diese Software auch komplett kaufen. Dann zahlen Sie einmal 995 US-Dollar für die Software, können Sie dann aber benutzen, wann immer Sie wollen. Zeitlich unbegrenzt. Jetzt müssen wir natürlich dabei beachten, dass Sie auch weitere Kosten dadurch haben. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Sie müssen natürlich diesen Server irgendwo hinstellen. Sie können ihn in einem eigenen Rechenzentrum eventuell stellen, so Sie eins haben. Oder aber Sie müssen ihn irgendwo in ein Rechenzentrum stellen. Das kostet Geld. Sie müssen Geld für die Bandbreite bezahlen, die Sie dort verbraten, für die Übertragung der Daten. Und die Rechnung davon ist eigentlich relativ einfach. Denn die errechnet sich schlicht und einfach daraus, wie viel Gesamtbandbreite Ihr Server zur Verfügung stellen kann, maximal, und der Bandbreite, die so ein Stream braucht. Man kann als Faustformel rechnen, ungefähr 500 Kilobit pro Sekunde für einen qualitativ hochwertigen Stream. Das ist fast schon HD-Fernsehen, was dort übertragen wird, also das ist eine wirklich ausreichend gute Qualität, die man dort übertragen kann, auch tonmäßig sehr schön. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Server zum Beispiel, das ist so ein typischer Wert, eine Anbindung von 100 Mbit pro Sekunde hat, dann ist das eine ganz einfache Rechnung aufzurechnen, dass man damit maximal 200 Benutzer versorgen könnte. Einfach nur als grobe Faustform. Ein zweites Preisbeispiel habe ich noch bekommen, und zwar ist das, wenn man das Ganze über die Amazon Cloud macht. Die bietet nämlich diesen Wowza-Server oder Wowza-Server in als Cloud-Dienst an. Das heißt, Sie schließen einen Vertrag mit Amazon, bekommen dann dort Adressen zugewiesen, mit denen Sie sich verbinden können, wissen aber nicht hundertprozentig, wo Ihre Server stehen. Da gibt es zum Beispiel hier ein Angebot, beziehungsweise drei Angebote haben wir da mal aufgeschrieben. Das kleine Angebot mit 150 Mbit pro Sekunde. Das heißt, Sie können damit nach unserer Rechnung, die wir eben gemacht haben, 500 Kilobit pro Sekunde pro Stream bis zu 300 Zuschauer versorgen. Large, die große Variante davon, hätte eine Anbindung von 250 Mbit, damit könnten Sie schon bis zu 500 Zuschauer versorgen. Und dann gibt es noch die X-Large, also die extra große Variante mit 350 Mbit pro Sekunde. Dort könnten Sie bis zu 700 Zuschauer dann versorgen. Die Kosten des Ganzen sehen relativ gering aus, weil es sind nur 13 Cent pro Stunde, 38 Cent pro Stunde, 72 Cent pro Stunde, die Sie übertragen. Aber da unten steht noch was anderes, nämlich Traffic, der Verkehr, also die Datenmengen,
die sie tatsächlich übertragen. Und die schlagen pro Gigabyte nochmal mit 15 Cent zu Buche. Das hält sich in Grenzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe einen Upload, also ich, wenn ich selber streame, über einen 8-Stunden-Tag, wovon ungefähr 6 Stunden tatsächlich geredet wurde, von ungefähr 750 Megabyte. Das heißt, die würden noch nicht mal auf 1 Gigabyte kommen. Das Problem sind die Zuschauer. Wenn ich nur einen Zuschauer habe, dann sind das natürlich nochmal 750 Megabyte. Das heißt, insgesamt gehen wir dann vielleicht auf 1,5 Gigabyte und das wären halt ein paar Cent. Wenn da aber 100 zuschauen, dann haben wir schon ein bisschen mehr. Das kann sich dann also da entsprechend aufsummieren. Ja? Muss man also im Prinzip immer abprüfen, was da die beste und die vernünftigste Variante ist. Man kann das Ganze natürlich dann auch erstmal klein ausprobieren und kann das Ganze dann später vergrößern. Zum Schluss möchte ich noch auf einige Punkte eingehen, die man auch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man ein solches Projekt überlegt. Und zwar geht es ja auch um den Bürger. Der Bürger muss ja die Daten irgendwie wieder abholen können und dafür braucht er einen Internetanschluss. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es bei Ihnen im Landkreis aussieht. Ich weiß aus dem Wetteraukreis bzw. auch aus dem benachbarten Main-Kinzig-Kreis, dass sie mit dem Breitbandausbau außerhalb der Städte nicht so unbedingt gut bestellt ist, dass es dort ab und zu Probleme gibt. Das wird sich über die Zukunft sicherlich ändern. Momentan muss man allerdings einfach noch damit rechnen und das kalkulieren. Man kann natürlich dem Ganzen entgegenwirken, indem man zum Beispiel Streams von verschiedenen Qualitätsstufen anbietet. Ein hochqualitativer Stream, wie gesagt, ich habe es erwähnt, würde dann ungefähr mit 500 Kilobit pro Sekunde Bandbreite benötigen. Sie könnten dann noch einen kleineren zur Verfügung stellen mit zum Beispiel 200 Kilobit pro Sekunde für Leute, die nicht ganz so gut angebunden sind, bis runter, dass sie zum Beispiel möglicherweise auch einen reinen Tonstream anbieten, wo also nur der Ton übertragen wird. Der Ton braucht wesentlich weniger Bandbreite als Bild. Da kommen Sie dann mit einer guten Qualität schon mit 64, vielleicht sogar 48 Kilobit pro Sekunde hin, dass man zumindest noch versteht, was im Raum gesprochen wird. Also damit könnte man auch Bürger ansprechen, die eben keine gute Internetanbindung haben. Ich habe es erwähnt, es sind natürlich Investitionen, die dafür getätigt werden müssen. Das Gute ist, wie gesagt, man kann das Ganze relativ klein anfangen. Man kann mit einer kleinen Ausstattung anfangen, kann das Ganze dann eben Stückchen für Stückchen auch erweitern. Das ist also alles sehr flexibel einsetzbar und insofern ist das von daher also überhaupt kein Problem, auch erstmal mit einer kleineren Investition zu beginnen und das Ganze dann nach und nach zu professionalisieren. Sie können, und damit möchte ich meinen Vortrag soweit schließen, im Prinzip alle Komponenten, die ich Ihnen vorgestellt habe, mit allen anderen verwenden. Das Ganze ist hochflexibel. Sie können da also wirklich eine auf Ihren Bedarf maßgeschneiderte Lösung ausarbeiten und diese dann entsprechend einsetzen und gegebenenfalls auch später erweitern. Damit bin ich am Ende meines kurzen Vortrags. Ich möchte mich noch ganz schnell bedanken bei einigen Personen, ohne die dieser Vortrag nicht zustande gekommen wäre. Das ist einmal mein Kollege Sebastian Greiner, der hier auch mit im Saal ist, der gleich bei der Demonstration noch ein paar Worte dazu sagen wird. Das sind Christian Eichhorn und Christoph Herrmann, die die Präsentationsvorlage gebaut haben, die ich verwendet habe. Von der Piratenpartei Darmstadt, Norbert und Regine, die das Positionspapier Streaming der Piratenpartei gebaut haben, aus dem ich Teile verwendet habe. Wikipedia und Graphitopia, von denen die frei verfügbaren Grafiken, die ich im Laufe des Vortrages verwendet habe, gekommen sind. Damit bedanke ich mich ganz herzlich und wir haben jetzt dann Zeit, noch zu diskutieren, Fragen zu stellen und natürlich hoffe ich, wenn es funktioniert, auch den Stream vorzuführen. Danke sehr. Herzlichen Dank.